Ja, ich hoffe, die Idee ist jetzt klar. Anstatt dass wir unser Minimierungsproblem lösen auf dem gesamten Raum X, lösen wir es einfach nur auf endlich dimensionalen Teilräumen XH. Und da bekommen wir Approximationen und wir vermuten, dass diese Lösungen, die wir da bekommen, Approximationen sind für die echte Lösung, die wir tatsächlich raushaben wollen. Zunächst mal, was ist damit sowas funktioniert, was wären die Voraussetzungen? Naja, wir nehmen mal an, dass XH eine Folge, also die XH-Teilmenge X, also XH und die XH sollen alle aus X kommen, eine Folge von endlich dimensionalen Teilräumen. Von X natürlich, ja. Okay. Gut, in diesen Teilräumen suchen wir uns jetzt jeweils Näherung YH. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben so ein Y-Element X und dieses Y soll mal die Lösung sein, die wir tatsächlich suchen. Naja, dann die Näherungen, die kommen aus XH und das Y ist die echte Lösung. Das heißt, ja, die Näherung kann nur so groß, so gut sein wie ja, der Abstand zwischen Y und XH. Ja, also das Y wird im Allgemeinen nicht aus XH kommen. Es wird so etwas geben wie ein Abstand und meine Näherung kann nicht besser sein als dieser Abstand. Und diesen Abstand, den wollen wir definieren. Also d von Y und XH, den Abstand von einem Vektor Y und diesem Unterraum XH, definiere ich naheliegenderweise als das Minimum x-Element xh Norm y minus x. Und das einzig Interessante ist, welche Norm ich da nehme. Und ich nehme hier tatsächlich die H1-Norm. Okay, gut. Ja, also es ist klar, wenn ich eine Näherung aus xh habe, dann kann die nicht besser sein als dieser Abstand. Ja. Okay, wenn ich jetzt irgendeine Weise Konvergenz haben will, dann sollte dieser Abstand hier vorne natürlich gegen 0 gehen. Ja, also sonst kann das Ganze nicht konvergieren. Das heißt also, es sollte gelten, dass d von y und xh gegen 0 geht für h gegen 0. Okay. Gut, dann gilt der folgende, ich glaube, einigermaßen überraschende Satz. Sei Y die Lösung des Variationsproblems, also des großen Variationsproblems, also für das große X. Sei YH, und ich definiere es mal hier über die Minimaleigenschaft, arg min V-Element XH, I von V, die approximative Lösung, also die Lösung des ja, diskreten Variationsproblems auf XH. Und stellen Sie sich da einfach vor, da haben wir jetzt also dann einfach für XH eingesetzt, die Polynome vom Grad kleiner gleich n. Das heißt, das YH wäre dann ein Polynom vom Grad kleiner gleich n, das die Variationsgleichung auf dem kleinen Raum, auf den Polynomen erfüllt. Okay, ich behaupte, dann gilt, dass YH konvergiert gegen Y in der Supremumsnorm. Und der Satz sollte Sie jetzt erstmal schon mal ziemlich überraschen.
wann immer wir also schwierigere Sachen gemacht haben, kam die Stabilität ins Spiel. Da mussten wir Sachen noch zusätzlich beweisen, um eine Konvergenz sicherzustellen, unserer Näherungen gegen die tatsächliche Lösung. Hier ist nichts davon. Ja? In diesem Fall ist es tatsächlich so, wir brauchen einfach nur unsere alten Sätze, die wir jetzt bewiesen haben in den zwei Vorlesungen, und direkt daraus folgt schon, dass tatsächlich das YH eine konvergente Folge ist. Das heißt, das Ganze ist viel, viel einfacher, und wir werden eben auch sehen, dass der Beweis dafür sehr einfach ist. Und es gilt sogar etwas, was vielleicht noch überraschender ist. Es gilt nämlich die Norm von y minus yh in der unendlichen Norm ist kleiner gleich einer Konstante mal der Abstand von y und xh. Das heißt, ich habe sogar noch eine Fehlerabschätzung. Die kriege ich auch noch oben drauf geschenkt. Ja, denn die haben wir bei den M-Matrizen hatten wir am Ende, glaube ich, auch sowas. Aber wir kriegen das hier alles geschenkt. Und das ist eigentlich schon ein Wunder, dass das funktioniert. Und das ist auch der Grund, warum diese variationellen Formulierungen so beliebt sind. Man bekommt alles und man bekommt es im Grunde geschenkt, wie Sie jetzt sehen werden. Denn wir wollen das Ganze ganz kurz beweisen. Also unsere YH ist Lösung des Variationsproblems. Das heißt also, für alle V-Element VH gilt das B von YH, V ist gleich F von V. Okay, das ist deshalb, weil das YH die Lösung des Variationsproblems auf dem kleinen Raum ist. Also auf dem XH, auf dem XH ist. Gleichzeitig ist das Y aber die Lösung auf dem großen Raum. Ja, das heißt also, F von V ist gleich B von Y, V. Sogar für alle V-Element X, aber da das XH eine Teilmenge von X ist, ist das hier mit Sicherheit richtig. Okay, das heißt also, insbesondere gilt, dass B von YH minus Y Skalarprodukt mit, B von YH minus Y, V. Es ist ein Skalarprodukt und das werden wir gleich nutzen, deshalb sage ich das hier gerade. B von YH minus Y, V ist 0. Okay, schauen wir uns mal an, was ist die Norm von Y minus YH. Und hier nehmen wir mal die B-Norm zum Quadrat. Ja, das war einfach das B von Y minus H, YH. Y minus YH. Und wir hatten gezeigt, das ist eine Norm und wir hatten auch gezeigt, das B ist ein Skalarprodukt. Okay, das ist, jetzt wissen wir aber, dass B von Y minus YH, das steht senkrecht auf allen Elementen, also B von Y minus H, V ist gleich 0 für alle V aus XH. Naja, YH, das ist natürlich ein Element aus XH. Und das heißt, das B von Y minus YH, YH ist 0. Das heißt, das ist dasselbe wie B von Y minus YH und Y. Okay. Gut, jetzt nehmen wir uns irgendein V aus XH her und dann kann ich das auch ruhig da hinten wieder einfügen. Ja, das ist dasselbe wie B von Y minus YH, Y minus V. Denn, wir wissen ja, ich nutze es nochmal aus, dass B von Y minus YH, V, das ist 0. Also hier habe ich nur eine 0 eingesetzt. Okay, jetzt wissen wir aber, dass B ist ein Skalarprodukt. Das heißt, insbesondere gilt der Satz von Cauchy-Schwarz. Und das heißt, das hier ist kleiner gleich der Norm von Y minus YH mal der Norm von Y minus V. Und welche Norm natürlich? Also die zugehörige Norm zu diesem Skalarprodukt, und das ist die B-Norm. Okay, und jetzt ist was Komisches passiert. Wir haben auf der linken Seite ein y minus yh zum Quadrat, B-Norm zum Quadrat. Auf der rechten Seite steht ein y minus yh in der B-Norm. Kann ich dadurch teilen und dann gilt
dass die B-Norm von y minus yh kleiner gleich ist der B-Norm von y minus v. Und das gilt für alle v-Element xh. Das sieht schon mal ziemlich genau aus wie das, was wir haben wollen. Nur jetzt steht hier diese blöde B-Norm. Die wollen wir nicht haben. Und wir haben aber gezeigt, die B-Norm und die H1-Norm sind äquivalent. Das heißt also, ich kann die beiden Normen nach oben und unten gegeneinander abschätzen. Und das bedeutet, es gibt eine Konstante C, die von diesen Konstanten aus der Äquivalenz abhängt, sodass die Norm von y minus yh in der H1-Norm kleiner gleich ist, eine Konstante, mal die Norm von y minus v in der H1-Norm, und das gilt für alle v-Element xh. Ja, und da habe ich einfach hier nur diese Normäquivalenz eingesetzt. Okay, gut. Das gilt jetzt aber für alle v, und das heißt insbesondere gilt, dass die Norm von y minus yh, die H1-Norm davon, ist kleiner gleich Konstante mal, naja, für alle V, also insbesondere kleiner gleich C mal dem Infimum über alle V-Element xH, Norm y minus V in H1, das ist ja kleiner gleich aller y minus V, also insbesondere kleiner gleich dem Infimum. Und das hier vorne, das hatten wir bezeichnet als den Abstand von y und xH. Das heißt, das ist kleiner gleich c mal den Abstand von y und xH. Das ist schon mal ein tolles Ergebnis, denn wenn wir jetzt wissen, dass dieser Abstand hier vorne, das hatten wir vorausgesetzt, ups, wo ist meine Maus? Ist weg. Da ist er. Dass dieser Abstand hier vorne gegen 0 geht, dann bedeutet das schon mal, dass y minus yh hier vorne konvergiert auch gegen 0. Das heißt tatsächlich, yh konvergiert gegen y. Blöderweise gilt das hier bezüglich der H1-Norm, die für uns nicht so richtig gut zu fassen ist. Aber wir wissen, die Unendlich-Norm nach der Sobolewschen Ungleichung, die wir bewiesen haben, die Unendlich-Norm lässt sich abschätzen durch die H1-Norm. Das heißt also, insbesondere gilt auch, die Norm von y minus yh in der Unendlich-Norm ist kleiner gleich, naja, einer zweiten Konstante c' mal die y minus yh in der h1-Norm. Das war die Sobolev-Ungleichung. Ja, und da wissen wir jetzt, das ist kleiner gleich. Naja, haben wir jetzt den c mal c' mal den Abstand von y und xh, wenn wir das von oben gerade hier nochmal einsetzen. Okay, ja, das heißt, den Satz haben wir bewiesen. Und was wirklich spannend ist dabei, ist, wir haben eigentlich gar nichts gemacht. Ja, wir haben einfach nur diese Sätze, die wir bewiesen haben und die alle für sich genommen sehr allgemein waren und sehr universell waren, die haben wir jetzt hier benutzt, haben die zusammengesetzt. Wir haben an keiner Stelle genutzt die spezielle Form unserer Differentialgleichung zum Beispiel. Ja, also wir haben nur diese ganz allgemeinen Formen, die wir gerade bewiesen haben, die ganz allgemeinen Sätze, die wir bewiesen haben, genommen und haben damit diesen sehr, sehr starken Satz. Und nochmal, was sagt er uns wirklich aus? Der sagt uns wirklich aus, diese Diskretisierungen, die wir auf diese Art bekommen, die konvergieren punktweise gegen die echte Lösung. Also für solche Ergebnisse mussten wir sowohl bei den Anfangswertproblemen als auch insbesondere bei der Diskretisierung mit Hilfe von Gittern für Randwertprobleme ganz schön arbeiten. Ja. Okay, gut. Die Frage ist ja, waren vielleicht die Sätze, die wir da benutzt haben, also die Sobolewsche Ungleichung und der Satz für die Ungleichung von Poincaré, waren die schwierig zu beweisen? Ja, überlegen Sie nochmal, was haben wir denn wirklich benutzt? Wir haben wirklich nur gemacht partielle Integration und ein paar Mal Cauchy-Schwarz und das war eigentlich alles. Ja,
Das heißt, man kommt hier wirklich mit sehr einfachen Mitteln durch. Einfach ist es allerdings zugegebenermaßen deshalb, weil wir uns hier auf eindimensionale, also gewöhnliche Differentialgleichungen beschränken. Macht man das Ganze in höheren Dimensionen, dann wird sofort schon mal die partielle Integration zum Gausschen Integralsatz. Das heißt, es wird alles ein bisschen komplizierter. Man bekommt insgesamt einen größeren Überbau. Aber eigentlich bleibt die Komplexität durchaus erhalten. Und das ist eben jetzt wirklich das, was diesen ganzen Zugang so attraktiv macht. Okay, wir haben jetzt eine Idee davon, dass das Ganze gut funktionieren könnte. Und abschließend wollen wir uns jetzt in einem numerischen Beispiel einmal anschauen, was das nun wirklich heißt, also wie man das implementiert, was dann am Ende rauskommt. Und wir wollen uns so ein bisschen auch überlegen, was das für höhere Dimensionen eigentlich bedeutet.